Ja, Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Messervideo. Der Murat konnte es nicht abwarten und hat gleich gefragt, ob das Video in meine 6-Monats-Rotation-Sendeplan kommt oder ob das Video nicht gleich kommen kann vom Böker F3 2. Da habe ich mir gedacht, ja, komm, dann hauen wir das Ding halt gleich raus und so brandneu raus, dass das hier ein Unboxing und erstes Eindrucksvideo wird und kein Review. Darum auch noch die guten alten Vermessungswerkzeuge wie Anno dazu mal. Aber wir brauchen noch natürlich zum Auspacken von dem Messer braucht man Messer. Das sieht jetzt übrigens perfekt, aber dazu mehr im passenden Video dazu. Das ist nämlich noch original versiegelt vom Basti von der Expedition Company, mein Haus- und Hofhändler, seit vielen Jahren. So, und jetzt schauen wir uns das Böker F3 Version 2 Titan mal genauer an. Okay, typischer Zettel wie immer. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, kleiner Brocken, aber hey, nice. Liegt hier unten drin mit dabei. Okay, hier ist noch ein Torx-Werkzeug. Sehr schön. So. Schön. Blankes Titan. 3 Torx. Hier drüben fette Klingenachse mit Torx. Hinten offen. Backspacer in blau anodisiert. Dann wahrscheinlich auch Titan. Mit einer recht aggressiven Riffelung, schöner blauer Clip, Tip-Down-Carry, kann umgesetzt werden auf Tip-Up, sitzt aber hier tiefer in der Tasche, dafür hat man die Seite, nutzt man dann, wenn man mit einem Lanyard arbeiten will vielleicht. Frame-Lock, schöne Ausfräsung, ovales Daumenloch, lässt sich gut öffnen. Bleibt super auf dem Fingernagel, wirklich scharf. Ich habe die Nummer 185 bekommen. Mittendrin das Logo von Jasper Foxnace. Okay, die Kanten sind innen recht scharf. Gut, ist da vielleicht auch gewollt, muss da ja ein bisschen gut greifen, damit man das gut aufkriegt. Boah, hat ein schönes Geräusch. Boah, und da ist ja wirklich alles. Absolut kein Detent-Spiel. Sitzt absolut mittig. Boah, das ist ein geiles Teil. Ich habe zuerst gedacht, das darf gleich wieder ein Gierkreislauf, aber wer weiß. Hier sind dann solche Keramikwascher. Das schließt auch sauber ab. Das ist ja mal echt toll gemacht. Wie hier die Klinge im Heft aufhört. Absolut passgenau. Wow. Ja, schönes Geräusch. Detent Ball greift gut. Also hier ist echt kein Spiel. Und dann hier. Bam. Titan Framelock, aber mit Stahleinsatz. Und von innen mit 2 Torx-Schrauben verschraubt. Sitzt, sage ich mal, also genau mit dem Stahleinsatz. So mit den 2 mm vom Stahleinsatz sitzt er genau auf dem Klingerücken. Hier in der Daumenaussparung zum Schließen haben wir 4 tiefe Mulden mit ordentlich Grip. Da kann man also gut greifen. Da rutscht man dann nicht hin und her. Erstmal erster Widerstand überbrücken, dann haben wir der Detent Ball. Der kommt ganz schön mächtig hinterher. Bam, und rastet schön ein. Schöner Clip. Einfach nichts Besonderes, aber mit dem Blau in Verbindung mit dem blauen Backspacer. Ganz nettes farbliches Gimmick. Verarbeitung. Echt gut. Hier so ein bisschen die Aussparung noch um die Schrauben drum, oder halt die. Trotz dieser Phase hier geht es hier noch schön rund um die Schrauben rum. Kennt man schön von den Reef Knives. Ja, aber kein schlechter erster Eindruck. Verarbeitungstechnisch. Für die kleine Größe ganz schön gewichtig. Ich denke, das ist der brutal breiten Klinge geschuldet für so ein kleiner Gentleman Folder. Schön hier keine. Nur auf einer Seite die Schrauben hier. Das ist schön. Die gehen hier komplett ganz durch. Was ich wieder nicht verstehe, da hatten wir es letztens mal schon davon, warum man diese Löcher hier
ganz bohrt und nicht einfach nur von innen anbohrt mit einem Klingenanschlag, dass man links und rechts diese Löcher nicht hätte. Das wäre technisch unproblematisch machbar. Dann wären hier keine Löcher und es wird geschlossen einfach noch eine Nummer besser aussehen. Würde ja reichen, die Dinger von innen zur Hälfte anzubohren und dann die kleine Achse von innen verschrauben. Aber gut, so hat man natürlich Spiel genug. Ja gut, es würde ja reichen, wenn man oben einfach nur 1 mm Titan stehen lässt, dass man kein Loch hat. Also das würde schon problemlos gehen. Ja, sehr schön. Handlage. Ich habe eine 8,5, also sehr kleine Hände. Und ich sag mal, bis 9 perfektes 4-Fingermesser. Sehr gute Handlage. Der Clip drückt auch nicht, er geht nämlich nur ganz dezent hier hoch. Also liegt nicht so gut in der Hand, wieso? Sehr schöne Handlage. Okay, schauen wir mal, wie dick diese Klinge ist. Ich habe keinerlei technische Daten dazu im Kopf. Also messen wir wirklich an. Oh ja, also genaue 4,0 mm. 4 mm Klinge ist natürlich ein ganz schöner Brecher an so einem kleinen Gentleman Knife, aber nur hier oben so circa, sagen wir hier, ja, so 9 mm. Danach geht es in den Flachschliff über. Wir haben eine Klingenlänge hier an die kürzeste Stelle, sagen wir von 75 mm, hier hoch so 78 mm, hier runter 81, aber gut, sagen wir mal, kürzeste Stelle ist eine 75 mm Klinge mit einer Schneide von Spitze bis Ende 72 mm und eine Gesamtlänge bis über den Backspacer von genau 18 cm. Griffstärke, ups, anschalten wir praktisch. Genau so, kann man sagen, 12, genau 12,0. Ah, da haben Sie mal genau gemessen. Schön, der Backspacer hinten drin in diesem Blau und dieser Clip gefällt mir gut dazu. Macht das Ganze so ein bisschen dreifarbig. Silber, Titan, Grau und dieses blau anodisierte hier. Oder blau angelassene Titan. Sehr schön. Das ist ein richtig netter kleiner Titan-Folder mit einem richtig robusten Eindruck. Bekannter Designer. Deutsche Marke, asiatische Fertigung und Preis natürlich klasse. Bei Basti mit einem Großkundenrabatt knapp über 70 CPM S35 4N Stahl. Hier steht jetzt sogar mal CPM dran. Ist interessant, man sieht bei vielen China-Messern nämlich immer nur S35 4N und dann weiß man nie, ist es, was von S35 4N ist es. Aber hier ist sogar noch der Hersteller dabei, ne? CPM S35 4N. Okay, schön. Natürlich mit dem Fett drauf, Bölker Plus Logo, andere Seite des Fox. Aber jetzt, ich muss sagen, ist nicht mal so schlimm. Schön bauchige Klinge, nett, nettes Teil. Vor allem vor dem Preis S35 VN Titan Frame Lock Folder zwischen 70 bis 80. Irre. Original Bölker Preis war ja jetzt schon unter 80, dank Weihnachtsspecial. Cool. Eine richtig schöne EDC-taugliche Größe. Macht sich hier so bestimmt gut. Machen wir schnell auf die Waage, was dieser kleine Panzer hier wiegt. Gramm. 125. 125 Gramm, genau. 4,41 Unzen. Die Amis. Machen wir noch einen Größenvergleich zu einem Kadett. Wir können auch noch das Pioneer dazu nehmen, was eigentlich immer so mein Vergleichstaschenmesser ein bisschen ist, wenn ich es als gerade griffbereit habe. Pioneer 91 mm Klasse, das kennt dann wohl jeder. Ja. Griff etwas länger, Klinge etwas länger. Also ich würde sagen, erster Eindruck gefällt mir sehr gut.
Also Murat, ich würde sagen, wart nicht lange, schlag zu. Wenn du Bock hast auf einen kleinen, robusten Titan-Framelock-Folder, S35VN, deutsche Firma, asiatische Produktion, dänischer Designer. Coole Kombination, was will man mehr bei dem Preis? Beim Basti reinschauen, vielleicht hat er noch einen oder ordert gleich nach. Klasse. Ist okay. Was meint ihr? Man muss halt Messer mit Loch in der Klinge mögen. Es ist jetzt nicht so kreisrund, so wie Spyderco. Ich finde es sogar ganz angenehm. Hat einen schönen, wie nennt es Andi immer, Walk and Talk. Und vor allem ein schönes Geräusch vom Framelock. Cool. Ja, richtig ordentlich abgeliefert. Und ich sag mal, bei dem Preis natürlich dann wirklich der Hammer. Okay, das war jetzt mal Unboxing mit erstem Eindruck vom hier bei mir auf dem Tisch neuen. Das heißt neu, für mich halt neu. Von Fox, Jasper, Foxness. Das F3, interessante Serie, muss ich sagen. Und da hat mir jetzt echt so das kleine Titan, das hat mich dann schon doch ein bisschen in den Finger gejuckt. Wenn man dann sobald mal keine Sebensas mehr hat. So einen kleinen Titan-Framelock für den, wie sagt Stefan, immer schmalen Taler, kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. Okay, Leute, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbili und ihr, Murat. Ja, danke für den Ansporn, das Video gleich zu machen. Und ich würde sagen, nicht lange warten. Kaufen. Shoppen. Viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbili.